Ach, bin ich schön. Und das vor der Behandlung. Hallo und herzlich willkommen hier im schick und bald noch viel schöner Bereich. Oder bald noch viel jünger Bereich, müsste es ja eigentlich heißen, wenn wir uns das Thema des heutigen Videos anschauen. Das ist nämlich Anti-Aging, also im Prinzip gegen das Altern, was ja totaler Quatsch ist. Mein Name ist übrigens Benjamin Button und ich verrate euch jetzt alle Insights, die ihr zum Thema Rückwärtsaltern wissen müsst. Warum das übrigens Quatsch ist, erklärt sich im Laufe des Videos. Und bevor wir ins Video reinstarten, sage ich euch, was wirklich Anti-Aging ist. Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren und den Daumen hoch. Und fühlt ihr euch schon viel jünger, oder? Bitte nicht wundern, bitte nicht fremdeln. Wir machen heute einen kleinen Ausflug zusammen. Wir gehen nämlich gemeinsam in die Praxis von Dr. Tim Gulücke, einem Dermatologen in München. Und er wird uns einige Sachen über den Alterungsprozess der Haut erklären, aber auch ab wann macht es wirklich Sinn, was zu machen, was sollte man machen, was kann man machen. All diese Sachen beantwortet uns Dr. Tim Gulücke. Und dann machen wir noch ein Anti-Aging-Treatment bei Nathalie Plattl, einer Kosmetologin, die uns genau erklärt, auf welche Wirkstoffe es ankommt. Es liegt mir total am Herzen zu sagen, dass ich persönlich den Ausdruck Anti-Aging als totalen, excuse my French, Bullshit bezeichnen möchte. Es gibt, glaube ich, keinen Begriff, mit dem mehr Kohle in der Kosmetikindustrie gemacht wird, als mit dem Terminus Anti-Aging, gegens Altern. Und wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich mich da wirklich mit Händen und Füßen gegen wehren, weil ich bin sehr dafür, dass wir alle uralt werden. Aber ich bin auch dafür, dass unsere Haut schön aussieht, gepflegt aussieht in jedem Alter. Und natürlich entstehen dann auch mit der Zeit, ja, Fältchen und unsere Haut verändert sich, ist doch ganz klar. Ich meine, wir sind dann halt nicht mehr 16, 17 oder 22. Aber das ist doch auch schön. Das ist doch auch wunderbar, wenn wir älter werden, wenn wir gesund bleiben. Das ist das größte Geschenk, was es eigentlich auf der Welt gibt. Und in diesem Video geht es deswegen nicht um dieses, ihr müsst jung bleiben, auf Teufel komm raus, sondern ich möchte euch Tipps an die Hand geben, wie ihr euch so pflegen könnt, dass eure Haut immer die schönstmögliche Version von sich ist, dass sie immer gepflegt und toll aussieht. Und darum geht es mir hier. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, auch wenn es hier um Age geht. Und ich meine, rein theoretisch sind wir immer in irgendeinem Alter. Also auch als ich 4 war, war ich in einem Alter. Aber nehmen wir mal an, dass es hier wirklich ums Altern der Haut geht. Macht total Sinn, wenn ihr jetzt erst 18 seid, euch dieses Video trotzdem anzuschauen, weil nämlich, ach, das erkläre ich euch später. Schaut es euch auf jeden Fall an, weil für euch macht es eigentlich am allermeisten Sinn, hier dran zu bleiben. Die Hautalterung beginnt eigentlich mit der Geburt, wenn man das so sieht. Bei mir in der Praxis ist es so, dass die Patienten meist so ab Mitte 20 plötzlich merken, okay, jetzt verändert sich meine Haut, jetzt muss ich beginnen, was zu machen. Also man kann eigentlich salopp sagen, so ab Mitte 20 beginnt es für die Patienten bewusst, sich zu verändern. Ja, auf jeden Fall. Da kann man wieder zurückgehen, dass es ja schon in der Kindheit eigentlich beginnt. Das heißt, wenn wir Patienten sehen, die sehr viel Lichtschäden zum Beispiel haben, dann frage ich oft, waren sie denn als Kind viel in der Sonne? Und oft ist es dann so, dass die Patienten sagen, ja stimmt, wir waren immer mit den Eltern in Spanien am Strand oder ich bin in Südafrika aufgewachsen oder ich habe eine Weltumsegelung als Kind gemacht. Hautalterung ist eigentlich basierend auf einer chronischen Entzündung der Haut. Die Dinge, die Patienten meist zuerst sind, sind eben feine Knitterfältchen durch Kollagenabbau, aber auch durch die sogenannte solare Elastose, also durch Schädigung durch UV-Strahlen. Und das ist auch häufig verbunden mit mehr Pigmentierung, also Auftreten von bräunlichen Sonnenflecken. Also die Vorbeugung der Hautalterung beginnt eigentlich schon mit der Geburt wieder. Denn der Sonnenschutz, ganz kurzer Exkurs, ist vor allen Dingen bei Neugeborenen und im Kindesalter wichtig, weil das die Zeit ist, wo das höchste Risiko ist für Entstehung von Hautkrebs. Und Sonne ist natürlich auch einer der Faktoren, die ganz ausschlaggebend für die Hautalterung sind. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, das Vorbeugen der Hautalterung beginnt erst mit Mitte 20, wo man plötzlich merkt, oh, jetzt wird die Haut langsam älter, sondern beginnt wirklich schon, die Haut hauttypgerecht zu pflegen. Es kann schon sein, wenn ich ein Kind bin, 5, 6 trockene Haut im Winter habe, dass man die Haut regelmäßig eincremt, dass man einen Sonnenschutz nimmt, dass man während der Pubertät, wenn man Pickel hat, da schon richtig reagiert, um eben zu vermeiden, dass man keine Narben bekommt. Ich würde also wirklich definitiv nicht sagen, das Vorbeugen beginnt erst mit Mitte 20. Also ich bin ja Hautarzt, ich bin kein plastischer Chirurg, das heißt, ich operiere nicht. So sage ich mal, der Einstieg ist häufig eigentlich in Zusammenarbeit mit unseren medizinischen Kosmetikerinnen. Dinge wie Mikrodermabrasion, Aquadermabrasion, Microneedling, wir machen ganz viel Radiofrequenz-Microneedling. Das ist häufig so
ja, die ersten Treatments, die jetzt jüngere Patienten machen. Wenn wir jetzt über Faltenbehandlung sprechen, ist oftmals der Bereich, wo die Patienten zuerst kommen, die Zornesfalte, weil die Mimik, also die mimischen Falten, sind ja genetisch. Und häufig habe ich wirklich schon Patientinnen oder auch Patienten mit Mitte 20 hier in meiner Praxis, die sagen, ja, also wenn ich bei meinem Vater oder bei meiner Mutter gucke, sehe ich, dass die Zornesfalten wirklich haben, die sehr ausgeprägt sind, und dem möchte ich gerne vorbeugen. Das heißt, Botox ist auch eine Sache, die bei jüngeren Patienten wirklich oft gemacht wird. Und natürlich in den letzten Jahren sehr oft, kann man jetzt nicht direkt über Anti-Aging sprechen, aber über Schönheitsbehandlungen vielleicht, Lippenunterspritzung, da sind die Patientinnen und manchmal auch Patienten auch eher jünger. Das Beste, was man einfach herausgestellt hat, ist ein regelmäßiges Glykolsäure-Peeling. Das hilft einfach bei der Zellerneuerung, gibt Frische und Glanz, macht die Haut aufnahmefähig. Das Glykolsäure-Peeling kann man je nach Stärke und Hauttyp alle 4 Wochen machen. Dabei schauen wir immer, dass alle Behandlungen individuell, je nach Hauttyp und Hautzustand und der Jahreszeit angepasst werden. Falls ihr jetzt sagt, ich möchte unbedingt mehr über Fruchtsäure erfahren, dann schaut euch doch einfach unser Video an. Ich habe nämlich gemeinsam mit Nathalie schon mal ein Special zur Fruchtsäure gedreht. Ich werde sie jetzt hier schon mal anfangen zu reagieren. Das ist ganz normal, dass man im nasolabialen Bereich, also um den Mund rum, um die Nase, am schnellsten reagiert. Jetzt gerade auch noch zur Maskenzeit. So lustig, sobald die drauf ist, ist halt sofort das Brennen weg. Mhm, ja. Unfassbar. So, jetzt sind 5 Minuten rum. Jetzt werde ich dir den Rest auch neutralisieren. Natürlich hat man die Möglichkeit, auch ein sehr starkes Säurepeeling zu machen. Allerdings finde ich, wenn man es regelmäßig und dafür sanfter macht, hat man wesentlich bessere Ergebnisse. Außerdem wird die Haut nicht zu stark irritiert und sie wird einfach glatt und aufnahmefähiger. Ich finde immer, nach einer Fruchtsäure macht es durchaus Sinn, mit Sauerstoff die Haut zu behandeln, weil sie fährt wieder richtig schön runter, sie ist zudem aufnahmefähig oder nach der Ausreinigung, so wie hier, wirkt es einfach desinfizierend. Die Hauptaufgabe von Sauerstoff ist die Regeneration. Außerdem sorgt es einfach für eine bessere Aufnahmefähigkeit. Leider reicht kein Waldspaziergang aus, um diese Konzentration vom reinen Sauerstoff ersetzen zu können. Natürlich ist es super, eine Stunde durch den Wald zu spazieren, aber hier habe ich wirklich das gebündelt und kann es gezielt in die Haut einsetzen. Das ist ja angenehm. Mhm. Wir machen jetzt Ultraschall. Ultraschall sorgt dafür, dass Wirkstoffe tiefer in die Haut dringen und wir aktivieren die Kollagene und Elastine. In Kombination mit der Fruchtsäure finde ich danach immer ein Ultraschall super effektiv, weil die Haut ist eh schon so aufnahmefähig und wir können wirklich die Haut richtig schön polstern, indem wir Wirkstoffe reingeben und mit dem Ultraschall eben schön tief in die Haut bringen und alles aktivieren. Bevor ich den Ultraschall mache, öffne ich dir jetzt einmal die Lymphe, so dass Schwellungen und Giftstoffe besser abtransportiert werden. Das ist jetzt Feuchtigkeit, ein Hyaluronserum. Genau, was ich dann gleich einschalle. Wir können unterschiedliche Bereiche im Gesicht oder am Körper beschallen. Je nachdem, welchen Aufsatz wir nehmen, welche Frequenz wir einstellen, können wir unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Nathalie, du musst vorsichtig sein, sonst springt der Spiegel vor Schönheit. So, jetzt nehme ich das Ultraschall-Gel wieder runter, beziehungsweise die Reste. Und dann sind wir auch schon am Ende der Behandlung. Und ich mache dir jetzt noch einen Sonnenschutz drauf. Du denkst bitte auch die nächsten Tage unbedingt an deinen Lichtschutz. Natürlich könnt ihr eure Haut auch mit Kosmetik unterstützen, dass sie gepflegt älter wird. Und da gibt es im Prinzip den Unterschied zwischen vorbeugend und es gibt tatsächlich auch einen Wirkstoff, der wirklich die Zeit ein ganz kleines bisschen zurückdrehen kann. Allerdings, die Wirkstoffe, die da was können und die wirklich eure Haut boosten oder auch teilweise jünger erscheinen lassen, die sind sehr überschaubar. Und ich sage euch jetzt mal, worauf ihr da in Kosmetik achten müsst. Wir starten mit Lichtschutzfaktor. Ich lasse mir da auch, also wirklich, das ist eigentlich die einzige Creme, die wirklich verhindert, dass Alterungsprozesse in der Haut stattfinden bzw. diese extrem entschleunigt werden, weil UV-Licht
verantwortlich ist für Photoaging, das heißt für vorzeitige Hautalterung. Und es ist nachgewiesen, wissenschaftliche Studien, da könnt ihr bis an euer Lebensende könnt ihr wissenschaftliche Studien dazu lesen, wie aktiv ein schöner, guter Lichtschutz eure Haut einfach frisch und jugendlich hält, weil ansonsten kommt es zu Hyperpigmentierung, zu Falten, die Haut verhornt, sie wird dicker und all das sieht halt nicht ganz so fresh aus. Das heißt, eine schöne gepflegte Haut braucht immer auch Lichtschutzfaktor. Und da werdet ihr auf jeden Fall einen finden. Ich habe euch mal welche in die Beschreibung gepackt, aber ihr werdet auf jeden Fall einen finden, der zu eurer Haut perfekt passt. Der zweite Wirkstoff ist Vitamin A. Das heißt, für uns eigentlich gängig als Retinol bekannt. Wir sagen halt Retinolprodukt, egal ob da jetzt Retinal oder irgendein Vitamin A-Derivat drin ist. Das ist jetzt ein bisschen zu chemisch, sondern wir bleiben jetzt mal bei Retinol. Also Retinolprodukte sind die einzigen Produkte, bei denen man in den USA sagen darf, dass sie wirklich gegen die Hautalterung wirken. Und zwar so, dass sie sogar die Uhr zurückdrehen, weil sie die Kollagensynthese extrem boosten und weil dieser Wirkstoff tatsächlich auch die Zellerneuerung boostet. Das heißt, er hat einen zellerneuernden, hauterneuernden Effekt, der dann zum Beispiel auch Sonnenschäden in der Haut wieder repariert. Im Prinzip könnte man sagen, Vitamin A ist so ein ganz kleines bisschen so wie der Coach, der zur Zelle hingeht und sagt so, du bist wieder jung und irgendwann glaubt es die Zelle. Und deswegen, wenn ihr wirklich etwas für eure Haut langfristig machen wollt, dass sie jung und schön erhalten bleibt, fangt in euren 20ern schon mit einem Retinolprodukt an und stellt es so gut ein, dass ihr es wirklich bis an euer Lebensende durchhaltet. Und dann kann ich euch sagen, dass ihr sehr viel langsamer Zeichen der Hautalterung bemerken werdet und einfach frischer aussieht. Und das ganz, ganz lange. Als nächstes stehen AHAs und BHAs auf unserer Liste, weil sie die Haut abpeelen, weil sie dadurch auch die Vorarbeit leisten für Wirkstoffe, die dann besser sich mit der Haut verbinden können. Ganz modern ist momentan als eine Slow-Aging-Methode das Skin Cycling, wo AHAs in Verbindung mit Retinol immer wieder in einem gewissen Zyklus verwendet werden. Das heißt, auch das ist eine sehr kraftvolle Methode, es miteinander zu verbinden. Aber auch an dieser Stelle möchte ich wieder sagen, fangt mit all diesen Wirkstoffen ganz langsam an. Gebt eurer Haut die Chance, sich daran zu gewöhnen, weil das ist in eurem Interesse, dass ihr das wirklich den Rest eures Lebens macht. Und Skincare is a commitment, not a miracle. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal wirklich betonen. Es geht darum, dass Skincare und Hautpflege sowas wie eine Beziehung ist. Das heißt, eine Regelmäßigkeit, in der ihr das wirklich praktiziert, tägliche Pflege, bringt euch langfristig viel mehr als wirklich ab und wann mal so die Klatsche und bitte erwartet keine Wunder. Ich weiß, die 90er-Werbung hat es in unseren Köpfen irgendwie so festgesetzt, dass man einmal mit der Creme über die Wange streift und dann ist man wieder 18. So ist es leider nicht. Als nächstes haben wir Antioxidantien und da allem voran Vitamin C und Vitamin E, gerne auch in der Kombination. Vitamin C als Ascorbinsäure, das heißt das wirkungsvollste Vitamin C, was auch wirklich nachweislich die Kollagensynthese boostet, gegen Hyperpigmentierung hilft und einfach auch einen antioxidativen Zellschutz bietet gegen freie Radikale, ist wasserlöslich. Und Vitamin E ist öllöslich. Und so habt ihr wirklich das volle Breitenspektrum an Zellschutz. Und last but not least sind das Niacinamide. Niacinamide helfen dabei, den Lipidanteil eurer Haut wieder aufzubauen. Die kurbeln auch eure Ceramidproduktion wieder an. Das heißt, die Hautschutzbarriere wird gestärkt und gesund erhalten. Und das ist tatsächlich etwas, was auch mit dem Alter so ein ganz kleines bisschen flöten geht, dass der Schutz der Haut so ein bisschen abnimmt und unsere Haut da Unterstützung braucht. Und die könnt ihr entweder in Form von Niacinamiden leisten oder ihr cremt halt Ceramide direkt auf die Haut. Das ist auch in Ordnung. Aber Niacinamide kurbeln eben diese Synthese wieder an. Bevor ihr jetzt losrennt und sagt, ich brauche es alles, ich will alles und noch viel mehr. Nein, nein, ganz, ganz langsam. Wir machen im Idealfall morgens ein Vitamin C, Vitamin E Präparat, am besten ein Serum, was uns für den Tag zusammen mit dem Lichtschutzfaktor einen optimalen Schutz unserer Haut bietet. Das heißt, dass wir uns nicht der UV-Strahlung zu sehr aussetzen, die halt zu einem Alterungsprozess in der Haut führen kann und leider auch führt. Und am Abend nehmen wir entweder an manchen Abenden ein Retinol, was super unsere Haut unterstützt dabei, dass die Zellerneuerungsprozesse angekurbelt werden. Oder wir schauen, dass wir was für unsere Hautbarriere tun, und zwar in Form von Ceramiden oder Niacinamiden. Und dann ist unsere Haut rundum perfekt aufgestellt. Und dann könnt ihr euch ganz glücklich schätzen.
Das war's schon wieder. Es war super schön. Ich habe die Zeit mit euch sehr genossen. Bitte lasst mich wissen, ob euch das gefallen hat, unser kleiner Ausflug, und ob ihr euch das nochmal wünscht. Also einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten, falls ihr mich zwischenzeitlich vermisst, wisst ihr ja, ich bin bei Instagram zu finden. Ganz besonders, wenn es um Hautpflege geht, kann ich euch nochmal meinen neuen Kanal Hautkanal ans Herz legen. Da findet ihr mich auch 24/7. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen bei Zurück in die Zukunft. Vergangenheit. Mit Zurück in die Vergangenheit. Zurück in die Kindheit.